Ihr Lieben, ich habe erst schon gefragt, ne, wer das erste Mal heute bei einem Konzert war. Ich weiß, viele von euch waren diesen Sommer sehr, sehr oft. Und ich habe wirklich lange nachgedacht, aber ich glaube, es gibt nur eine Person, die neben uns vier innerhalb unserer Crew die meisten Konzerte von uns miterlebt hat. Es ist verrückt. Irgendwie ist es wirklich ein kleines bisschen gruselig. Morgen, vor 20 Jahren, haben wir unsere allererste Tour gespielt. Damals mit diesem Album. Und es war irgendwie verrückt. Wir waren einfach vier Typen aus Bautzen, ne, die einfach so losgezogen sind. Und ich glaube, es gibt, meine Schwester hat es irgendwann gut gesagt, es gibt im Laufe eines Lebens irgendwie so einen Zug, in dem wir alle sitzen. Und da steigen manchmal Leute ein und die haben eine Dauerfahrkarte und die bleiben lange sitzen. Und dann gibt es so ein paar Leute, die steigen zwischendurch mal wieder aus. Einige steigen ganz, ganz hinten ein und ganz neu und gucken sich an, wie der Zug so aussieht. Und der härteste Job, den man wohl haben kann bei uns in der Crew, ist der des Tourmanagers. Und man fragt sich, was der Tourmanager so erledigen muss. Also der härteste Job ist überhaupt, es zu schaffen, dass wir vier pünktlich auf der Bühne stehen am Ende des Tages. Ne? Und es ist aber noch viel, viel mehr. Ich glaube, Lutz ist in all den Jahren Steffi-Versteher geworden. Er ist auch ein kleines bisschen Bandpsychiater gewesen. Vor allen Dingen hat er immer ein offenes Ohr und hat schon immer eigentlich gewusst, wie es uns geht, bevor wir irgendwas gesagt haben. Und ihr kennt die Platte Leichtes Gepäck, ihr wisst, unser Rucksack war irgendwann mal auch sehr voll. Und ich weiß nicht, ob wir da so gut durchgeschlittert wären, wenn nicht immer wieder Lutz gewesen wäre, der unser Schutzschild war, der alles von uns abgepuffert hat. Und bei dieser ersten Tour damals gab es einen Song, den wir immer als erstes gespielt haben, wo ich immer im Publikum ganz alleine angefangen habe. Und Lutz und ich sind immer ganz heimlich zu diesem Punkt gelaufen und haben versucht, dass so wenig wie möglich Leute entdecken. Und wir verabschieden uns heute. Und wollen ihm aber Danke sagen aus vollstem Herzen für alles, was du für uns gemacht hast. Und Lutz ist nicht nur ein Mensch mit einem großen Herzen, sondern er ist ein großartiger Musiker und hat uns immer ehrlich gesagt, frei rausgesagt, was er denkt über unsere Musik und hat uns sehr, sehr oft auch geholfen, dass wir eine echt gute Setlist machen. Ne? Weil er einfach einen guten Geschmack hat und ein gutes Gehör hat. Und heute haben wir uns gewünscht, dass er einen Song mit uns spielt. Und er hat sich wiederum dieses Lied gespielt, was wir damals auf dieser Tour, wo er unser allererster Tourmanager ist und seitdem auch unser erster Tourmanager immer bleibt und es nie jemand anderen gab, haben wir diesen Song gespielt. Und der heißt Letzte Bahn und den wollen wir gerne zusammen spielen.